Herzlich willkommen zu Cosmo Consult im Fokus. In unserem heutigen Tutorial wollen wir uns mit dem Produktdatenmanagement beschäftigen und da im Speziellen über das Änderungs- und Revisionsmanagement. Mit dabei unser Experte Michael Hering. Hallo Michael. Hi Mick. Ja, da bin ich mal gespannt. Was passiert denn zum Beispiel, wenn festgestellt wird während der Produktion, hey Mensch, das Teil funktioniert nicht richtig, ist kaputt? Ja, der ideale Weg ist ja eigentlich an der Stelle, dass man dann die Information an die Konstruktion weitergibt. Mhm. Und das ist schon Bestandteil unseres Änderungsmanagements. Das heißt, der Mitarbeiter in der Produktion schreibt eine Änderungsmitteilung an den Konstrukteur. Achtung, pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht. Bitte prüft das mal. Okay. Der Konstrukteur bekommt das, prüft die ganzen Informationen, akzeptiert oder lehnt ab. Mhm. Und wenn die Änderungswunsch berechtigt ist, ändert er halt dann natürlich die Zeichnung und die Stücklisten ab. Und dann wird eine To-Do-Liste, eine Aufgabe, eine Änderungsmitteilung, so heißt das bei uns, an die betroffenen Abteilungen gestellt. Das möchte ich jetzt gerne mal sehen. Genau. Ich denke, fangen wir einfach mal genauso an, wie es eigentlich in der Praxis auch aussieht. Das heißt, ich gehe mal in einen freigegebenen Fertigungsauftrag. Und hier haben wir jetzt das Fertigprodukt, was wir ja in einem der letzten Videos schon mal aus der CAD heraus dann erzeugt haben. Mhm. Jetzt habe ich hier meine Hauptbaugruppe und oben das Fertigprodukt. Mhm. Beispiel Hauptbaugruppe, da ist ein Problem. Da kann man an der hingehen als Mitarbeiter in der Produktion und eine sogenannte technische Änderungsmitteilung erstellen. Die technische Änderungsmitteilung ist eigentlich ein Dokument, wo er einfach einen Grund erstmal auswählt, um später vielleicht irgendwo danach filtern zu können. Mhm. Achtung, die Zeichnung und die Stückliste, die passen nicht zusammen. Dann kann ich an der Stelle eine Bemerkung eintragen. Mhm. Wo dann halt genau hinterlegt ist, was dort eigentlich das Problem ist. Mhm. Und ich kann auch dort eine Zeichnung zuordnen, die da halt wo das Problem besteht, nehmen wir jetzt mal auch genauso die Zeichnung von der Art mechanisch, die der Baugruppe dann zugeordnet ist. Wenn er das soweit erfasst hat, geht er hin und kann diese Änderungsmitteilung senden. Mhm. Über das Senden erscheint die jetzt im Rollencenter des Konstrukteurs. Und jetzt sehen wir halt hier zwei ausstehende Änderungsmitteilungen zur Genehmigung. Er schaut sich die an, das ist die, die wir gerade angelegt haben, kann an der Stelle jetzt dann prüfen, wo das Problem eigentlich steht und entscheidet sich jetzt, aha, der Fehler ist berechtigt. Ja, Status, Genehmigung ausstehend. Genehmigung ausstehend, genau, und jetzt geht er hin, auch über Vorgang und hat die Möglichkeit, genehmigen oder abzulehnen. Ich genehmige mal, wir wollen in dem Prozess ja weitergehen. Genau. Und jetzt sagt er, okay, soll direkt ein Änderungsauftrag erstellt werden? Sag jawohl, das ist in Ordnung, das passt schon. Und jetzt weiß er halt an der Stelle, okay, ich muss auf alle Fälle eine Zeichnungsänderung dann vornehmen. Und er muss jetzt auch mal genau gucken, wo ist eigentlich dann die Zeichnung dahinter. Das heißt, er geht auf die Zeichnung drauf, öffnet die Zeichnungsverwendung. Mhm. Und sieht dann jetzt, aha, es ist da nicht nur diese Baugruppe betroffen, sondern unter Umständen auch dann das Fertigprodukt. Okay. Also geht er jetzt in die CAD rein. Das ist ja die Baugruppe, die wir eben hatten. Startet dann nochmal. Also ich simuliere jetzt die Arbeit an der CAD. Also sprich die Arbeit in der Konstruktionsabteilung. Richtig, genau. Und das Erste, was er halt macht, er geht halt hin und sagt, okay, da ist dann halt ein Problem dabei. Mhm. Und er kann jetzt sagen, das war ja diese Baugruppe, wird jetzt revisioniert. Und die Baugruppe, die Hauptbaugruppe wird revisioniert. Und grün, wissen wir aus dem letzten Video, grün heißt im Endeffekt, B ist noch nicht im ERP-System enthalten. Genau, die Revision B, die gibt es noch nicht. Mhm. Jetzt wird er halt hingehen und auch auf Speichern gehen. Und jetzt werden auch wiederum die Daten übertragen. Also jetzt muss er allerdings keine Stücklisten und keine Artikelstamme anlegen, sondern eigentlich nur neue Zeichnungsrevisionen überführen. Okay. Und zurück in Business Central. Gehen wir da jetzt mal auf die Zeichnung drauf. Mhm.
An der Stelle sehen wir jetzt auch schon, dass es für die Zeichnung CAD 10.000 eine neue Revision B gibt, im Status freigegeben. Und die alte Zeichnung Revision A ist gesperrt. Die wurde automatisch geblockt? Die wurde jetzt automatisch über die Schnittstelle geblockt. Okay. Und das heißt, diese Zeichnung kann auch nicht mehr verwendet werden. Was ist denn, wenn diese Zeichnung aber noch in diversen anderen Vorgängen integriert ist? Wird dann automatisch vorgeschlagen, nutze B oder wird direkt B überschrieben oder wie läuft das dann? Nein, das muss halt ein bisschen manueller Prozess, weil im Endeffekt muss da ja entschieden werden, muss jetzt ein Austausch der Revision erfolgen oder halt nicht. Mhm. Aber genau um das abzubilden, gibt es hier halt dann noch das Änderungsmanagement. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal in meinen offenen Änderungsauftrag rein, den ich dort habe. Mhm. Und ich sage, es ist ja nicht nur diese Zeichnung betroffen. Ich könnte es mal ein Zeichnungsnavigate machen. Und dann sehe ich, wo die jetzt eigentlich überall drin steckt, meine Zeichnung. Und die Zeichnung, die steckt jetzt zum Beispiel in der Stücklistenzeile drin, das ist die Revision B, aber ich will ja die Revision A suchen. Und gezeigt er mir an, wo eigentlich die alte Revision A überall drin steckt. Das heißt, die steckt in der Fertigungszeile drin. Wenn es ein Kaufteil wäre, würde ich auch erkennen, dass sie in Bestellung drin steht. Mhm. Das heißt, für den Konstrukteur, er muss jetzt noch andere Abteilungen informieren, dass die was machen müssen. Und dafür gibt es halt bei den Änderungsaufträgen sogenannte Aufgabenvorlagen, die ich anwenden kann. Mhm. Ich habe jetzt mal eine als Beispiel angelegt, Zeichnungsrevisionsänderung. Und hier sind jetzt Aufgabenvorlagen drin für die Arbeitsvorbereitung, weil die muss ja unter Umständen Arbeitspläne ändern. Die Produktion muss halt dann die Fertigungsaufträge gegebenenfalls ändern. Einkauf und Beschaffung müssen halt dann die Lieferanten über die Zeichnungsänderung informieren und der Vertrieb muss unter Umständen Sachen mit den Kunden abstimmen. Okay. Diese Aufgabenvorlage kann natürlich noch bearbeitet werden. Ich lasse jetzt erstmal so stehen und sage jetzt der Status dieser, muss ich hier machen, gebe ich dann jetzt frei. Freigegeben bedeutet, es erscheint dann natürlich in einem anderen Stapel, aber gleichzeitig sehe ich hier in meiner Aufgabenliste, es sind noch 4 Aufgaben, die noch nicht erledigt sind. Mhm. Jetzt würden die Fachabteilungen hingehen, die Aufgaben abarbeiten, wirklich die Änderung der Zeichnungsrevision an den Bestellungen machen, die Kunden informieren, die Lieferanten informieren, würden das Ganze hier bestätigen. Mhm. Und wenn alle Aufgaben erledigt sind, dann kriegt der Konstrukteur eine Nachricht, kann nochmal prüfen, das ist das Vier-Augen-Prinzip, und würde dann den Änderungsauftrag endgültig beenden. Und so ist dann halt sauber im System dokumentiert, wer wann eine Änderung vorgenommen hat und alle Aufgaben sind da auch bestätigt worden. Das ist ja klasse. Das war mal so ein Schnelldurchlauf, man könnte sich noch länger aufhalten, aber ich denke mal, es geht erstmal um das Wesentliche. Genau, wie man es umsetzen kann. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Mehr Informationen auf unserer Webseite dazu. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.